Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist auch im Rheintal der Winter eingezogen und es hat sich eine dünne Schneedecke gebildet. Der Tag startet im ganzen Land überwiegend stark bewölkt. Vom Nordwesten her ziehen weitere Schneeschauer durch, die besonders in den Vormittagsstunden teils kräftig ausfallen können und etwas länger anhaltend kann es dabei auch vom Bregenzer Wald bis zum Adelberg in den klassischen Staugebieten schneien. Tagsüber bleibt es dann dicht bewölkt, es gibt nur kurze sonnige Auflockerungen und es ziehen weitere Schneeschauer übers Land. In der Früh ist es dabei frostig kalt, die Temperaturen liegen zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Tagsüber wird es nur geringfügig wärmer. Es werden dann zwischen minus 4 und gerade mal plus 1 Grad im Rheintal erreicht. Auf der Canisflur in rund 2000 Höhenmetern schneit es immer wieder, dazu ist es eisig kalt bei frostigen minus 10 Grad. In den kommenden Tagen bleibt uns das winterlich kalte Wetter erhalten. Der Freitag bringt uns zunächst noch dichte Bewölkung und in den Früh- und Vormittagsstunden kann es gebietsweise noch leicht schneien. Tagsüber beginnt sich dann aber das Wetter zu bessern und es kommt zu ein paar Auflockerungen. Morgens ist es verbreitet frostig kalt und auch tagsüber kommen die Temperaturen kaum über 0 hinaus. Vielerorts erwartet uns somit ein erster Eistag zum Winterbeginn am 1. Dezember. Ein Eistag ist ein Tag, wo die Temperatur nicht über 0 Grad steigt. Am Samstag und am Sonntag geht es dann in den Morgenstunden verbreitet frostig kalt weiter und auch tagsüber werden nur 0 Grad erwartet. Dazu ist es am Samstag noch zum Teil dicht bewölkt. Zwischendurch gibt es aber auch ein paar längere sonnige Abschnitte, vor allem gegen am Nachmittag zu. Und am Sonntag erwartet uns dann ein freundlicher, eisig kalter Wintertag mit zum Teil nur minus 1 Grad als Tageshöchstwerte und dazu ist es aber überwiegend trocken. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.